Mein erster Auftritt als Tänzer fand hier statt. Ich war 14. Das war die erste Oper-Operette Marokkos. Zwei Jahre später, 1979, habe ich hier am Nationaltheater in Rabat an einem Wettbewerb teilgenommen und habe die beste Note des Jahres bekommen. Und dann kam Europa. Einer der größten Theater in Afrika wurde in meiner Heimatstadt Rabat gebaut. Bald erleben wir die Eröffnung. Was für ein großer Freund.